Es ist der nächste Skandal in der noch so jungen Präsidentschaft Donald Trumps. Der US-Präsident soll streng geheime Informationen an den russischen Außenminister Sergei Lavrov weitergegeben haben. Dabei soll es sich um brisante Informationen über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat handeln, die laut der Washington Post ein befreundeter ausländischer Geheimdienst den USA zukommen lässt. Die US-Regierung ist von dem Geheimdienst allerdings nicht legitimiert worden, die Infos an Moskau weiterzugeben. Eine anonyme Quelle gibt an, dass Trump mit den russischen Vertretern mehr vertrauliche Informationen geteilt habe als mit den eigenen Verbündeten. Die Washington Post berichtet außerdem, dass es bei dem Treffen auch um die Sicherheit des internationalen zivilen Luftverkehrs geht. In den USA spricht man jetzt schon von einem Skandal und einer Selbstdemontage Trumps. Das Weiße Haus dementiert den Medienbericht.